Ich finde, dass die Restrukturierungstagung trotz ihrer Fachtiefe weiterhin sehr, sehr spannend für die Teilnehmer ist, weil wir so viele Themen tatsächlich abdecken, von aktivistischen Investoren über die Lage der Weltwirtschaft bis hin zu wirklichen Fachthemen, rechtlichen Themen. Und ich glaube, das kommt bei den Teilnehmern sehr gut an. Tagungen leben und verändern sich. Vielleicht zwei, drei Sätze zu neuen Ideen und neuen Konzepten, auch für künftige Tagungen? Wir haben dieses Jahr bei der Restrukturierungstagung an einigen Formaten gearbeitet. Das heißt, wir haben jetzt auch Reportagen, Analysen und Kommentare auf die Bühne gebracht. Und das hat gut funktioniert. Und ich glaube, das wird man in Zukunft auch bei anderen Veranstaltungen sehen.